Die Berliner Polizei in Aufruhr. Ein Mann hält über 10 Stunden eine Geisel in einer Bankfiliale und droht sich und seinen Gefangenen in die Luft zu sprengen. Jochen Sindberg ist leitender Kriminaldirektor und damals der Einsatzleiter. Er koordiniert die beteiligten Polizisten. Auch heute, fast 10 Jahre nach diesem Vorfall, erinnert er sich, als wäre es erst gestern gewesen. Das Besondere an diesem Fall war eine unendlich lange Verhandlungsstrecke mit einem unendlichen Gespräch mit dem Täter, wo man sonst immer sagt, wir müssen unbedingt irgendwie an den Täter rankommen. Also der sprach wie ein Wasserfall und er hatte eine entsprechende Gegenstelle bei uns. Es passiert im Jahr 2012 kurz vor Weihnachten. Am 21. Dezember geht bei der Berliner Polizei ein Notruf ein. In dieser Filiale der Deutschen Bank in Berlin-Zehlendorf soll ein unbekannter Täter Geiseln genommen haben. Umgehend wird ein sogenannter Führungsstab einberufen, in dem Jürgen Sindberg die Leitung übernimmt. Er weiß, worauf es in einer solchen Lage ankommt. Wenn es um eine Geiselnahme geht, ist immer die Frage, ist es ein Täter, wie verhält er sich, ist er irre aggressiv, sind es mehrere Täter? Gibt schon erste Hinweise darauf, wie man sich auf die Lage einstellen kann. Über diese Außentreppe der Bank gelingt es 20 Angestellten zu fliehen. Sie werden umgehend psychologisch betreut und können Jochen Sindberg und seinem Kollegen Thomas Balke vom Raubdezernat wichtige Informationen über den Geiselnehmer liefern. Wir konnten einiges zur Beschreibung des Täters herausbekommen, dass es sich um einen männlichen, offensichtlich Deutschen handelt, 25 bis 35 Jahre alt, wurde er, glaube ich, geschätzt. Und wir bekamen heraus, dass er am Vortag schon mal in der Bank gewesen ist, unter dem Vorwand, ein Konto zu eröffnen. Ein Bankangestellter befindet sich noch in der Gewalt des Geiselnehmers. Und der droht, die Bombe zu zünden, wenn ihm nicht umgehend 100.000 Euro übergeben werden. Also anfangs hörte es sich sehr dramatisch an, muss man sagen. Die Mittel, die er da zur Drohung zumindest ja angegeben hat, telefonisch, hörten sich schon heftig an. Und das kann man ja nicht einfach so vom Tisch wischen. Und die Situation war im ersten Moment dann auch sehr festgefahren. Man kam nicht an ihn ran, sodass man also für die erste Zeit musste man mit dem Schlimmsten rechnen. Die Beamten müssen mehr über den unbekannten Geiselnehmer in Erfahrung bringen. Das übernimmt ein geschulter Kollege mit seinem Team. Er wird hier im Reisebüro direkt neben der Bank postiert. Geiselnahmen und Entführungen sind Lagen, bei denen die Verhandlungen eine besondere Rolle spielen. Weil man über die Verhandlungen sehr viel darüber erfährt, mit wem hat man zu tun. Also wir machen ja auch tatsächlich so eine Analyse, also so der Verhandlungsführer ist ja ein Mensch, der dafür ausgebildet ist, auch mit Menschen zu sprechen. Und der hat auch ein Team, die also in seinem Hintergrund auch die Dinge bewerten und so weiter. Und in dem Fall war es so, dass hier eine sehr muntere, also man kann sagen eine ausufernde Kommunikation stattfand. Und war nicht nur also einem fantastisch guten Verhandlungsführer auf Seiten der Polizei geschuldet, sondern wir erkannten und sahen hier, da ist ein Mensch, der sich auch irgendwie mitteilen will. Und das ist in dieser Gefahrenlage extrem wichtig für die Ermittler. Jede noch so kleine Information, die er während der Verhandlungen gibt, hilft ihnen, die Situation und den Täter zu bewerten. Er hat eine ganze Weile telefoniert mit unseren Verhandlern. Dabei hat er etwas über Bundeswehreinsätze erzählt. Das war dann für uns so ein Anhaltspunkt, dass man versucht hat, über die Bundeswehr herauszubekommen, vielleicht wer er sein könnte. Und gibt eben andersrum den Gedanken, ja, wer bei der Bundeswehr gewesen ist, hat vielleicht schon mit Waffen zu tun gehabt, könnte mit Sprengstoff, Handgranaten oder irgendwas gewisse Erfahrung haben. Wird der Unbekannte seine Drohung wahrmachen und die Bombe zünden? Fakt ist, im Laufe der Verhandlungen erhöht er seine Forderungen. Es ist nicht unüblich, dass bei den Verhandlungen, die man ja dann versucht, relativ schnell aufzunehmen, dann also auch Täter irgendwie den Druck dadurch erhöhen oder glauben erhöhen zu müssen, dass sie die Forderungen erhöhen. Und das ging bei dem relativ flott. Also der hat, weiß nicht mehr genau in welchen Abständen, aber dann hat er das auf 500.000 hochgesprochen und sich dann also noch in die 1 Million hineingesteigert. Die Verhandlungen mit dem Unbekannten gehen weiter und ziehen sich über Stunden. Durch die Kommunikation mit dem Täter wird immer deutlicher, dass er offenbar nicht sehr gewaltbereit ist. Die Stürmung der SEK-Beamten ist vorerst aber keine Option. Stürmen ist immer Ultima Ratio. Dabei ist die Geisel am unmittelbarsten gefährdet. Man weiß nicht, man kann es auch immer nicht so genau sehen, wie dicht ist der Täter wirklich an der Geisel dran und wie gefährlich sind seine Einsatzmittel. Und selbst wenn er nur ein Messer hat, was er der Geisel an den Hals hält,
zustechen noch, das schafft er auch in größter Not noch, wenn, aus Verzweiflung. Und die Örtlichkeit, so eine Bank ist eben ja auch grundsätzlich gesichert. Da kann man eben nicht einfach durch die Scheibe hüpfen und hat ihn innerhalb von Sekunden überwältigt. Und die Kollegen sind auch in der größeren Gefahr. Je länger ihr Weg dauert bis zum Täter, desto mehr kann der sich darauf auf einen Angriff vorbereiten. Dann kann der die Bombe noch zünden oder weiß ich was. Und dann nützt die beste Schutzausrüstung nicht. Sindberg und seine Kollegen arbeiten deshalb darauf hin, dass sich der Geiselnehmer von selbst ergibt. Also der hat im Grunde genommen auf das Ende auch mit zugearbeitet und brauchte noch irgendwie einen guten Grund für sich, dass er aus dieser Bank irgendwie freiwillig rausgeht und von seiner weiteren Tat ablässt. Und da kam ihm die Idee, dass es ganz gut wäre, wenn er dafür nicht bestraft wird, augenscheinlich. Und da wir als Staat in dem Fall natürlich von ihm durch räuberische Mittel, nämlich durch eine entsprechende Androhung, erpresst werden, sind wir auch nicht an alle Spielregeln gebunden. So wird es auch rechtlich eingeschätzt. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, als Polizeiführer durch eine einfache Lüge die Fortsetzung dieser gravierenden Tat, das ist natürlich ein ziemliches Trauma für jemanden, der als Geisel da ist und so weiter. Wenn wir da eine Chance sehen, dann können wir diese Mittel auch einsetzen. Als die Ermittler ihm also Straffreiheit versprechen, stellt sich der Täter von selbst und lässt seine unverletzte Geisel frei. Jetzt können die Beamten auch endlich seine Identität feststellen. Es handelt sich um den 29-jährigen Wolfsburger Thomas D. Er wirkte eher verzweifelt, muss man so sagen. Fertig mit dem Leben, einiges schiefgegangen in seinem Leben. Und der war nicht der knallharte Geiselnehmer, wie er anfangs erschien. Am Ende war eben, ja, also jetzt Mitleid wäre übertrieben, aber es war jetzt nicht der Täter, wo man den absoluten Hass auf den hätte oder so. Man hat ja auch gesehen, am Ende hat er ja Gott sei Dank eben noch erkannt, aufzugeben. Und insofern, man konnte dann auch halbwegs sich vernünftig mit ihm unterhalten. Der war verzweifelt, muss man erzählen. Bei der genauen Untersuchung der vermeintlichen Bombe stellt sich heraus, dass Thomas D. lediglich eine Sporttasche mit 3 Kilo Mehl bei sich trug. Vor dem Landgericht Berlin wird der Geiselnehmer Thomas D. 2013 zu 9,5 Jahren Haft verurteilt. Jochen Sindberg hofft, dass ihm das Ausmaß seiner Tat bewusst geworden ist und dass er eines Tages resozialisiert werden kann. Ich wünsche ihm persönlich, wie vielen Menschen, die auch mal richtig irgendwie daneben gelangt haben in ihrem Leben, dass sie Gelegenheit hatten, das so zu reflektieren, dass sie nicht wirklich kaputt gehen an dieser Lebensphase, die ja doch nicht kurz war, und Orientierung finden und den Mut und die Kraft auch für einen Neustart. Jochen Sindberg und seine Kollegen konnten diese Geiselnahme unblutig beenden. Sie dient als abschreckendes Beispiel für Taten dieser Art.